Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Factorio Season 3. Jo, in der letzten Folge haben wir schon mal die Forschung online gebracht und auch Strom. Und ich würde mal sagen, in der Folge kümmern wir uns jetzt darum, dass wir Eisen vernünftig abbauen. Jo, dazu baue ich eine ganze Menge Erzförderer, von mir aus das Maximum. Denn Strom haben wir ja noch ein bisschen was. Wo wollte ich hin? Achso, ich wollte das ganze rote Forschungszeugs mal hier reinschmeißen. Wie schaut's aus bei der Kupferfarm? Bei Kupfer werden wir auch noch massiv viel benötigen. Da waren wir hier beinahe fast voll. Nun gut, ich glaube, euch kann ich jetzt abreißen. Und ihr? Du bist fertig. Du bist fertig. Und du brutzelst noch ein bisschen. Finde ich gut. Mach das. So. Dann bauen wir jetzt erstmal das hier alles ab. Am Anfang lasse ich da jetzt noch die Abstände, damit ich nicht so viele Erzförderer hinstellen muss. Aber später werden wir die alle mal ein bisschen näher zusammenstellen. Aus dem einfachen Grund, damit wir das alles schneller abbauen können. Ja. Höchstwahrscheinlich werden wir hier sehr viele Außenposten brauchen. Zum Beispiel schon alleine wegen dem Öl. Weil davon haben wir ja gar nichts in der Nähe. Ist zwar ein bisschen traurig, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Hier, nimm das Zeug noch an dich. Und du kommst noch hier hin. Ich hoffe mal, ich habe noch genug. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Auf jeden Fall bauen wir hier hin unseren Erzverarbeitungstrakt hin. So, Erz läuft. Gut. Ein Ärmchen habe ich noch. Großartig. Weißt du was? Mach mal direkt so. Nein, so rum. Gönnt ihr erstmal Kohle. Und ich fülle, ich glaube, ich das erste Mal manuell auf, damit es erstmal läuft. Genau. Damit bekommen wir zumindest wieder ein bisschen Eisen. Oh ja, hier sind wir auch durch. Dann bräuchten wir als nächstes, Steinmauern brauchen wir noch nicht, wir wissen noch nicht mal, wo die Gegner sind. Das wäre interessant. Rote Bänder jetzt schon, natürlich. Warum denn nicht? Was ich eigentlich bräuchte, wären die langen Ärmchen. Wo sind die? Moment mal. Wo finde ich die roten Ärmchen? Die bräuchten wir ja bald. Naja, Waffen wären ja auch nicht verkehrt. Na komm, erforsch mir erstmal die Waffen hier. So, die andere Frage ist, wie bekomme ich jetzt da Kohle hin? Mit dem Teiler natürlich, warum denn nicht? Einen Teiler kann ich mir immer noch nicht leisten, ich brauche mehr Eisen. Komm auch mal hin. Wobei ich habe ja die Langgreifarme bereits. Oh, das ist schön. Ich kann mir da gerade auch mal nur einen leisten. Nun gut. Kohle da hochbringen. Könnte eventuell ein bisschen kritisch werden. Da kommt mal so ein langes Ärmchen. Vielleicht nochmal eins.
Eins, zwei. Ja doch, ich glaube, wir bringen die Kohle hier oben rum auf. Aber das wird natürlich dauern. Hey, guck mal, ein Teiler. Sehr gut. Ja, mir bleibt aktuell nichts anderes übrig, als hier alles abzurennen. Hier zum Beispiel Kohle nachzufüllen, die ich nicht habe. Naja, Kupfer wird als nächstes automatisiert, von daher kein Problem. Organisiere ich mir noch ein paar Steine. Die haben wir hier unten. Mich würde es wirklich brennend interessieren, wo sich das erste bzw. das nächste Alien-Nest befindet. Ja, cool. Ich glaube, das reicht steintechnisch vorerst. Du kannst da gerne weiterlaufen. Kein Ding. Das hier ist auch ein schönes Feld. Also Ressourcen werden uns so schnell nicht ausgehen. Nur haben wir halt immer ein kleines Ölproblem. Aber das lösen wir schon irgendwie. Nun gut. Also den Teiler bauen wir mal hier ein. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Warum sagt da keiner was? Und ich habe kein Eisen. Ernsthaft? Ach ja. Nun gut. Spitzhacke und Bänder, go. Und dann müssen wir nochmal warten. Nochmal ein bisschen Eisen organisieren. Vielleicht zwischendurch noch ein paar Öfen bauen. Die werden wir definitiv benötigen. Dann brennt hier schon mal alles ein bisschen schneller. Ärmchen. Natürlich. So, du kannst das schon mal einladen. Hier kannst du leider noch nicht einladen, aber hier. So. Und Stroh. Wunderbar. Fang doch schon mal an. Na komm, das Forschungslabor ist hier eh provisorisch. Das passt schon so. So, aber ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Und? Tatsächlich, es reicht genau. Wie viel Strom verbrauchen wir denn aktuell? Hält sich in Grenzen. Darf nur nicht verpassen, hier noch eine weitere Dampfmaschine drauf zu bauen. So, jetzt kommt erstmal der Kohlenachschub. Sehr gut. Und damit läuft schon mal unsere Eisenproduktion. Moment, ich könnte das hier unten auch nochmal nach unten kopieren. Eins, zwei. Genau, das ist ja auch mehr als in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. Gib mir mal vier von denen oder ein paar mehr. Dann müssen wir das Ganze nur noch bestromen. Das habe ich jetzt nicht durchdacht. Eieieiei. Nun gut, warum denn nicht? Brauchen wir halt noch zwei Bänder mehr. Da sind sie schon. Man muss sich nur zu helfen wissen, ne? Dann ist ja alles machbar.
So, dann muss ich dich hier auch noch verlängern. Und die Eisenautomatik läuft jetzt besser als je zuvor. Dann könnten wir uns darum kümmern, dass wir das Kupfer automatisieren. Davon brauchen wir zum Glück nicht allzu viel am Anfang. Wobei, ich sollte mich mal darum kümmern, dass hier Forschungspakete gebaut werden. Gibt hier noch ein bisschen Eisen? Die Forschung muss leider weitergehen. Genau, ihr seid soweit auch fertig. Na komm, brat das bitte noch durch. So, noch ein paar Bäume entfernen, die hier ein bisschen reinragen. Naja, dich auch noch. Nun gut. Eins, zwei, drei. Das reicht wirklich für den Anfang. Schaffen wir erstmal den Strom hoch. Ach ja, da ist ein Baum. Wer hätte das gedacht? Weg mit dir. So, das läuft. Jo, du bist soweit durch. Sehr schön. Dann schmeißen wir hier unsere Forschungspakete wieder rein und klauen uns Eisen. Das wird wunderbar. Wunderbar. Oh, eine ganze Menge Fließbänder. Ich glaube, die sollten wir als erstes automatisieren. Naja, vielleicht sollte ich erstmal ein paar Forschungspakete abbrechen, ein paar Prioritäten setzen und dann direkt wieder hinten dran. Genau. Oh ja, Forschung ist durch. Womit machen wir denn weiter? Kugelfeuerrate, Kugelschaden, alles sehr interessant. Eine Rüstung. Ja komm, mach. Ab dafür. Moment, hier unterbrechen wir mal kurz das laufende Programm. So, ich glaube, das reicht wirklich mehr als königlich. Bitte mal hier wieder alles abbrechen. Eieieiei, na komm, brech das mal auch mal ab. Dann kannst du hinterher noch was machen. Und da hinten auch noch. Genau. Wunderbar. Bei Ärmchen habe ich hier nicht allzu viele. Ich glaube, die Kohle muss ich hier anfangs noch manuell hochschaffen. Oder kann ich da unten noch irgendwo teilen? Nun gut. Dann müsste ich die halt hier so vorbeiführen. Ich habe genug Ressourcen für einen Teiler. Sehr schön. Und damit haben wir auch gleich unsere erste Rüstung. Läuft. Wunderbar. Dafür brauchen wir aber erst schon mal die grünen. Also nein. Rote Bänder. Uninteressant. Optik. Ja, dann können wir mit Licht rumspielen. Warum denn nicht? Weißt du was, brech das alles wieder ab und setze es wieder hinten dran. Ich weiß, es sind nicht sehr viele Forschungspakete, die wir da basteln, aber hey. Hauptsache, wir kommen irgendwie voran. Hier unterbrechen wir mal kurz. Sehr gut. Ich hätte weiter unten unterbrechen sollen, fällt mir gerade auf.
Naja, halb so wild. Bist du hier fertig oder brauchst du noch Brennstoff? Du bist fertig, sehr gut. So, Ärmchen. Kein Eisen. Wer hätte das gedacht? Ein Glück, dass die ganzen Öfen jetzt brechend voll sind. Gut, 1, 2, 3, 4. Schade, dass diese befeuerten Greifarme so nutzlos sind. Dass man die gar nicht braucht. Naja. Ich glaube, dieses Band hier unten rum werde ich dann nochmal ein bisschen umsetzen müssen. Sobald hier die Erzförderer ein bisschen besser verteilt werden. So, ein... Nee, Moment. Hier. Und hier kommen dann die Roten. Gut, vielleicht sollten wir jetzt da hinten direkt schon mal rausnehmen lassen. Moment. Eins nach dem anderen. So, die Frage ist, wollen wir hier nach oben gehen oder nach unten? Dazu müsste ich mal wissen, wo das nächste Alien-Nest ist. Wie dicht die an mir dran sind. Einfach mal ein Radar aufstellen. Wobei, das lockt die ja noch schneller an. Nach oben, weil da geht's Richtung Küste. Aber hier ist auch kein Öl. Werkzeuggürtel, nein, Stahl. Go. Stahl werden wir auch benötigen. Ach, guck mal, da ist das erste Alien-Nest. Nun gut, nun gut, nun gut. Gehen wir trotzdem hier nach oben. Hier haben wir massiv viel Platz. Den sollten wir ausnutzen, definitiv. Machen wir noch ein paar Fließbänder. Nebenbei vielleicht noch ein paar Wissenschaftspakete. Nun gut, da kannst du schon mal hier entladen. Die Frage ist, wie lange werde ich diesen Verbrennungstrakt noch machen? Die Top-Antwort ist, ich weiß es nicht. Also gehen wir mal ein bisschen hier raus, lassen großzügig viel Platz. Jo, dann können wir nach oben gehen. Vielleicht sollten wir es auch mit einem Teiler oder so erledigen. Nun gut. Und vielleicht sollte ich hier auch noch irgendwie eine Pufferkiste einbauen. Pufferkisten sollen ja ganz nett sein, habe ich gehört. Weißt du was? Wir gehen hier einfach mal so weiter. Und dann hier irgendwie hoch. Wunderbar. Das wird natürlich dauern, bis die Pufferkiste voll ist. Nur 9 Wissenschaftspakete fertig? Das halte ich für ein Gerücht. So, Montagemaschinen. Eine. Was brauchen wir denn noch? Kupfer. Alles klar. Kupfer haben wir ja zum Glück. Wie schaut es eigentlich mit unserem Stromverbrauch aus? Ist noch in Grenzen. Da sollte ich vielleicht das Kupferband auch mal direkt rüberziehen. Wäre vielleicht sinnvoll. Aber nur vielleicht. Eins, zwei, drei. Ja, keine Ärmchen mehr. Brech mal bitte das da ab.
kann ich mich zum Glück noch massiv an Eisen bedienen. Hast du schon wieder keine Wissenschaftspakete? Oder immer noch nicht? Wir könnten mal wieder nach unseren Gerätschaften da unten gucken. Ob die auch genug Stein produzieren. Ob die noch Kohle haben und so ein Quatsch. Oder ob die Kisten mittlerweile voll sind. Nee, doch, da geht ja noch einiges. Aber Kohle wird hier knapp. Weißt du was? Steig du mir mal auf Holz um. Vielleicht bekommen wir die Kisten noch voll. Und gib mir mal so ein, zwei Stacks. Man weiß ja nie, wozu man die braucht. So, jetzt kann ich massiv viele Montagemaschinen bauen. Sollte ich auch machen. Und vielleicht noch massiv viele Bänder. Denn wozu haben wir denn das Eisen, ne? Vielleicht mal Unterirdisches zwischendurch. Ich weiß ja nicht. Wobei, ich bräuchte ja zuerst die Bänder. Wie viele Montagemaschinen haben wir denn? 4. Naja, es geht ja alles relativ schnell. Von daher alles kein Problem. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.